hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es wieder eine First Impression und ihr seht auch schon den fertigen Look dazu. Also wenn ihr sehen wollt, wie der entstanden ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und zwar habe ich hier die neue Huda Beauty Nude Palette und ja, ich bin so begeistert. Ich habe sie bei Cult Beauty bestellt, da bekommt ihr sie auch aktuell noch. Da kostet sie 56 Pfund, glaube ich. Das sind ungefähr, so wie in Deutschland auch, 65 Euro oder 67 Euro. Und ja, so sieht die Palette aus, wenn man die einmal auspackt. Und dann hat man hier einmal das Bild von der Huda wieder und die Lidschatten. Und hier sind drinnen insgesamt 18 Lidschatten in 5 Ready-to-Layer Textures, also 10 Buttery Mattes, also ja, weiche Matttöne, dann 4 Multi-Reflection Shadows, das sind diese hier, der hier, der hier, der hier. Hier haben wir 2 Glitzertöne und wir haben hier einen Concealer-Ton und ein Pressed Pearl. Pressed Pearl dürfte dann der hier sein normalerweise, der Kinky. Und ja, ich finde die Lidschatten sind sehr, sehr schön, also richtig schöne Farben. Und ich swatche jetzt mal Farben, die ich auf dem Auge noch nicht verwendet habe. Und da interessiert mich einfach mal der Farbton Charmed. Oh, sehr schön, sehr buttrig. Der Farbton Kinky. Und der Farbton Love Bite. So sehen die auf den Fingern aus. Ich swatche die jetzt hier mal einmal hin. Richtig, richtig schön. Ganz, ganz tolle Farben. Ja. Ich verreibe den Multi-Reflection Shadow nochmal so ein bisschen. Seht ihr die? So schön pigmentiert und ich war wirklich nicht fest in den Lidschatten drin. Richtig, richtig schön. Was habe ich? Ja, also auch dieser pearly Ton hier, der Kinky, der ist so schön. Das Lila ist so schön. Ich finde auch die Farbzusammenstellung sehr, sehr schön. Also man hat hier wirklich so richtig schöne Nude-Töne. Dann die anderen, die so in diese Rosé-Richtung gehen, was ich mir auch richtig, richtig gut gefällt. Und ja, und diese Multi-Reflection-Colors finde ich top. Also von der Pigmentierung her sind die der Wahnsinn. Also richtig, richtig toll. Und ja, ich bin so froh, dass die Palette bei mir eingezogen ist. Aber wie gesagt, schaut jetzt auf jeden Fall weiter, denn jetzt seht ihr, wie mein Lidschattenlook entstanden ist. Ja, ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal mit der Palette durch. Und ich habe ja jetzt einmal von Revlon hier den Concealer aufgetragen auf die Augen. Also wir gehen jetzt in den Farbton Bare rein. Also das ist so ein heller Ton und damit sette ich mir jetzt einmal das Lid. Als nächstes gehen wir in den Farbton Play rein. Den hier ein bisschen ab und gebe mir den so als Übergang hin. So, ich habe mich jetzt mal näher rangeholt. So, wenn man hier in die Palette reingeht, das staubt schon ein bisschen, das muss man jetzt schon sagen. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Und wundert euch nicht, ich habe hier oben wieder extrem trockene Stellen leider. Das kriege ich irgendwie nicht so ganz in den Griff. Das habe ich auch nur im Winter, wenn es so extrem kalt ist. Also das ist auch so extrem nervig, wenn ich ehrlich bin. So. Das würde ich jetzt einmal so lassen. Dann gehen wir einmal in den Farbton Secret rein. Den gleichen Pinsel und gebe das hier auch einmal so in die Lidfalte rein. Und der ist halt schon auch intensiver, wie man jetzt sieht. Gefällt mir gut. Cool.
Als nächstes gehen wir in den Farbton. Und dann überlegen zwischen Tease und Raw. Aber ich glaube, wir gehen in den Farbton Tease rein. Und dafür nehme ich mir hier so einen flachen Pinsel und gebe mir den einmal hier hinten auf. Und der ist auch sehr schön pigmentiert. Ich habe mir jetzt hier nochmal den Farbton Secret auf den Pinsel gegeben und ziehe mir das Ganze hier mal ein bisschen höher. Ja, was mir jetzt hier schon auffällt, ist, dass jetzt die Farben alle so ein bisschen krümeln und dadurch im Concealed Ton, ich versuche euch das mal zu zeigen, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann, schon Krümel drin sind. Ist natürlich nicht so cool, wäre cool, wenn der Concealer Ton so unter so einer Kappe oder so drunter gewesen wäre, aber okay. Ich nehme jetzt hier so einen flachen Pinsel und gehe in den Concealed Ton rein. Und setze mir den jetzt hier vorne einmal hin. Und gebe mir den ungefähr bis zur Hälfte des Augenlides. Und das Ganze machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. So, und dann möchte ich nämlich in den Farbton Daydream gehen und ich glaube, da werde ich, denke ich, einfach mit dem Finger arbeiten und der ist butterweich, sieht übrigens so auf den Händen aus und den gebe ich mir jetzt einfach über diesen Concealer-Ton. Das sieht richtig schön aus und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, schaut es auch anders aus. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt gehe ich nochmal in den Farbton Fantasy und nehme mir aber diesmal einen Pinsel und den mal hier außen so ein bisschen hin. Aber das funktioniert nicht so gut, also die funktionieren glaube ich mit den Fingern am besten. Dann nehme ich mir nochmal meinen flachen Pinsel und gehe nochmal in den Farbton Tease rein und verblende damit hier hinten nochmal die Übergänge so ein bisschen. Und auch nochmal ein bisschen verblenden. Sieht gut aus. Dann nehme ich mir nochmal meinen flachen Pinsel und gehe nochmal in den Farbton Bare rein. Gebe mir den hier oben so ein bisschen hin und das Ganze hier oben ein bisschen wieder abzusoften bzw. zu verblenden. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus und ich würde sagen, ich mache jetzt einmal den Rest schnell fertig, mein ganzes Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt machen wir weiter mit hier so einem flachen Pinsel und dann gehe ich in den Farbton Secret nochmal rein. Und setze mir den hier unten am Auge entlang. Und in den Farbton Tease gehe ich auch nochmal rein und gebe mir das hier außen auch nochmal hin. Ich habe übrigens auf die Lippen den MAC Trick aufgegeben und jetzt gerade darüber noch von Dose of Colors den Rocking It
Nude Lip Gloss. Ich finde das eine schöne Kombi. Und ja, jetzt fehlt nur noch Mascara. Die trage ich mir jetzt auch einmal schnell auf. Das ist jetzt der fertige Augenlook. Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig, richtig gut. Also es sind richtig schöne Farben. Sie lassen sich schön verblenden. Man kann schön die unterschiedlichen Farben auch sehen. Sie vermischen sich nicht zu einem Block praktisch. Finde ich richtig cool. Ich schiebe euch den Spiegel mal wieder aus dem Bild. Ja, gefällt mir richtig gut. Also ja, ich bin froh, dass die Palette bei mir eingezogen ist. Sie hat richtig schöne Farben und ich werde definitiv noch mehr mit ihr rumspielen. Und ja, was sagt ihr zu dem Look? Gefällt er euch? Also mir gefällt er richtig gut. Ja, jetzt habe ich euch mal ein bisschen rausgezoomt, dass ihr den kompletten Look einmal sehen könnt. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt es mega gut. Ich finde die Palette richtig schön. Also es ist so eine schöne Palette und ich bin echt froh, dass sie bei mir eingezogen ist. Ja, sie hat richtig, richtig schöne Farben. Und da sind auch noch einige Farben dabei, die jetzt natürlich unangetastet sind, die definitiv noch getestet werden. Und ja, was sagt ihr zu der Palette? Wie findet ihr die? Ja, wie gesagt, mein erster Eindruck ist richtig positiv. In der Palette hat sie dieses sogenannte Kickback. Ja, was ein bisschen blöd ist wegen dem Concealer-Ton, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem Concealer-Ton könnte ruhig so eine kleine Kappe drauf haben, dass er halt zum einen feucht bleibt und zum anderen halt wirklich vor den Farbpartikeln von den Lidschatten geschützt ist. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht besser lösen können. Und ja, aber ansonsten, man hat kaum Fallout hier unter dem Auge. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der gerne erst die Foundation und dann das Augen-Make-up schminkt, dann habt ihr hier gute Chancen, dass danach nicht alles ja, unterm Auge hängt, was ich echt gut finde. Diese sogenannten Multi-Reflection Shadows, die trage ich ja hier auf dem beweglichen Lid auch, finde ich so, 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 so schön. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Also ich bin so froh, dass die bei mir eingezogen ist und ja, ich freue mich einfach drüber. Und ja, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein erster Eindruck hat euch gefallen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben.